2. Juli. Peter von Luxemburg. Peter von Luxemburg kam am 20. Juli 1369 im lothringischen Ligny-au-Barrois zur Welt. Er war der Sohn des Grafen Guy V. de Luxembourg-Ligny 1371. Weil er für die Erbfolge nicht vorgesehen war, lebte Peter seit 1377 in Paris. Um sein Auskommen zu sichern, bekam er 1378 und 1381 je eine Fründe als Domherr in Paris und Cambrai. Weil man in Metz den von Papst Urban dem VI. 1378 bis 1389 ernannten Domkapitular Tilman Wuss von Bettenburg 1411 nicht zum Bischof haben wollte, setzte man alles daran, 1383 den erst 14-jährigen Peter von Luxemburg zum Bischof zu machen. Die Ernennung erfolgte durch den Gegenpapst Clemens VII. 1378 bis 1394. Weil aber Peter von Luxemburg auch als Bischof nicht zu gebrauchen war, wurde er 1386 zum Kardinal ernannt. Der Gegenpapst holte ihn an seinen Hof nach Avignon. Weil das Leben am päpstlichen Hof nichts für ihn war, zog er sich noch 1386 aufs Land nach Villeneuve-les-Avignon zurück, wo er ein Leben der Buße führte und sein ganzes Vermögen an die Armen verschenkte. Am 2. Juli 1387 starb Peter von Luxemburg. Auf seinen Wunsch hin fand die Beerdigung auf dem Armenfriedhof von Avignon statt. Schon 1395 wurde über seinem Grab ein Benediktinerkloster errichtet. Weil man ihn als Heiligen auch nicht wollte, lehnte das Konzil von Basel 1431 bis 1449 die Eröffnung eines Heiligsprechungsverfahrens zunächst einmal ab. Die Seligsprechung erfolgte dann erst 1527. Der selige Peter von Luxemburg ist einer der Stadtpatrone von Avignon. Zeit zu reifen. Wenn man die Biografie des seligen Peter von Luxemburg liest, bekommt man fast Mitleid. Überall ist er fehl am Platz. Alle nutzen ihn nur für ihre eigenen Interessen aus. Keiner aber wollte den jungen Mann wirklich so haben, wie er ist. Und es ist nicht so, als hätte der selige Peter das nicht gemerkt. Als der 14-Jährige Bischof von Metz wurde, ritt er aus Protest auf einem Esel in die Stadt, um allen zu zeigen, dass er ungeeignet sei. Wie viele Jugendliche erleben heute Ähnliches? Sich selbst überlassen oder gar nicht gewollt. Heillos überfordert oder arbeitslos. Hochgejubelt oder vernachlässigt und so weiter. Warum spielt der Glaube im Leben vieler Jugendliche heute keine Rolle mehr? Vielleicht, weil heute junge Menschen oft kaum noch Raum gelassen wird, wenn sie Zeit für ihre persönlichen Entwicklung und gute Gesprächspartner bräuchten. Vielleicht können wir Ihnen dabei helfen.